Hallo und herzlich willkommen hier beim Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind das Lohnunternehmen Austria Agrar und wünschen euch viel Spaß mit unserem Video. Heute mit dabei der Holzwurm, unser Bauer Horst, hallo, Obi-Wan Cannabis, Servus, unser Wiesel, moin, und unser Agrarökonom. Servus. Ja, wie ihr seht, wir sind im LS17 angekommen und befinden uns hier auf der Gold Quest Valley. So, eine der beiden Standard-Maps. Und ja, wir sind jetzt hier ganz frisch auf den Server gekommen. Hier ist noch nichts passiert. Wir haben jetzt gerade noch ein paar kleine Einstellungen gemacht und wollen uns jetzt hier heute und die nächsten Tage, Wochen, einfach ja durch die Map kämpfen. Das Ganze natürlich auf Hard. Wir wollen mal sehen, was uns erwartet. Wie seht ihr das? Wird interessant. Könnte ja interessant werden. Ja, also das erste Thema, wir haben schon gerade ein bisschen diskutiert. Wir brauchen natürlich ein bisschen Money, Money, Money. Fahrzeuge haben wir auch nicht für alle, die momentan da sind. Könnte interessant werden. Also, das erste. Wer möchte dreschen? Wer möchte sehen? Wer möchte düngen? Ich dresche. Du. Ich fahre ab. Okay. Na dann komm, dann gehen wir schon mal. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, unsere Fahrzeuge sind ja eh hier vorne irgendwo. Die habe ich nämlich schon mal gesehen. Die stehen da direkt um die Ecke. Genau, so, wir haben hier einen. So, was haben wir denn hier Schönes? Einen Case. Plus einen Anhänger. Was machen wir eigentlich mit der Schwartablage? Können wir untergrubern. Können wir untergrubern. Sollten wir untergrubern. Untergrubern? Okay. Ja, ich gleich Häckseln wegpacken. Ich wollte gerade sagen, alles was wir irgendwo schon gewinnen. Wir haben keinen Ladewagen. Kein Häcksler. Kein Häcksler, okay. Achso, gucken wir doch mal eben kurz rein. Da muss ich mich jetzt sowieso erstmal durcharbeiten hier mittlerweile. Ich kenne mich ja hier noch gar nicht aus. Also der kleinste Ladewagen kostet 31.000. Der kostet, okay. User was moved to your channel. So, gucken wir mal. Okay, der kleinste Ladewagen kostet. Wo haben wir ihn denn? Erstmal orientieren. Schade, Ladewagen, da haben wir es doch schon. Das ist der Pöttinger, ne? 31.000, den meinst du? Genau. Okay. Wie sieht's da mit unseren Finanzen aus? 15.000 haben wir. 15.000 ist Standard. Ja, dazu 100.000 Kredit. Ja. Wo kann ich jetzt auch über Escape sehen? Ja. Oh Mann. Ach, da war was. Nee. Was war das? Finanzen. Seite 4. Seite 4. Finanzen. Ja, genau. Kredit minus 100.000. Macht also minus 85.000. Das heißt, wir leihen uns jetzt noch mal ein bisschen was. Das Maximum. Okay. 200.000. Minus 200.000, genau. So. Das heißt, wir haben jetzt ein Budget. Immer noch von 15.000. Ja. Was soll ich denn auf Feld 12 sehen? Auf Feld 12? Ja. Gucken wir uns doch mal die Preise an. Preise. Stefan, ich würde sagen, wir fangen schon mal an, wa? Ja. Ja, ich würde sagen. Orden. Raps ist das meiste. Also Raps. Ja. Definitiv. So.
Mit Schwaderbelage oder ohne jetzt? Machen wir ruhig mit, aber wie gesagt, ich vermisse momentan noch unser Geld. Er zeigt mir immer noch 15.000 an da oben. So, gucken wir mal kurz in die Finanzen rein. Finanzen. Wird der erst später dazugerechnet oder ist das ein Bug? Keine Ahnung. Weil ich habe einen Kontostand von 15.000, der ändert sich nicht. Ich habe auch einen Kontostand von 15.000. Ja, das ist klar, dass du den siehst. So. Da probiere ich mal, ob wir den kaufen können. So. Gucken wir mal. Ich glaube, den können wir nicht kaufen. Grubert jemand schon das Feld 14? Noch nicht. So, wir könnten den rein theoretisch mieten. Brauchen auch noch Kettensägen dann. Da würde ich aber erst mieten, wenn es soweit ist. Ja, gut. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Eine gute AFK. So, dann gucken wir mal, wo unser anderer Traktor steht. Jetzt hier. Boah, waren erstmal zurechtfinden hier. Wahnsinn. So. Okay. Wenn man erst dran gewöhnt da, dass man da zweimal auf Jas drücken muss. Ja, ja. Dass der wieder fährt. Das kannst du aber in den Einstellungen ändern. Das ist eine Safe-Game-Einstellung. Genau, und zwar. Start-Stop. Genau, richtig. Start- und Go-Bremsung habe ich nämlich ausgemacht bei mir. Weil das war, hat mich nämlich verrückt gemacht. Erst bremsen, dann Stillstand, dann nochmal. Ja, dann musst du es jetzt wieder ausmachen. Das ist nämlich eine Server-Einstellung. Ist hier aus. Sicher? Ja, ich habe es hier aus. Ich habe gerade reingeguckt. Also ich muss nochmal drücken dann. Beziehungsweise, kann das eigentlich jeder für sich, glaube ich, einstellen, ne? Ja, ich hab's auch drin und ich hab's im Singleplayer eigentlich schon ausgeschalten. Okay, dann schaut mal hier nochmal rein. So. Das ist eine Mehrspieler-Administrationsgeschichte. Ich sehe das nämlich nicht. Jupp. Aha, hier ist ein Brunnen. Also ich guck jetzt mal gerade rein. Jetzt geht's. Ja, bei mir geht's jetzt auch. Musst es mir separat auch einstellen erst. Also ich konnte es nicht einstellen und trotzdem geht's jetzt auf einmal. Das ist ganz komisch. So, Stop and Go Bremsung an. Warte mal, wenn du Bremsen gedrückt hättest, fährt das Fahrzeug nach dem Stillstand automatisch rückwärts. Probiert mal aus, dann kann ich das hier einstellen. Ja, ich hab's drin schon. Also irgendwas ist auf jeden User Fall jetzt anders wie sonst. Hallo. Servus. Was? Habt ihr das jetzt, also funktioniert's jetzt bei euch oder muss ich noch was ändern? Funktioniert nicht. Also ich muss warten, bis er wirklich auf Null ist. So, Moment. Dann probiert mal jetzt. Jetzt? Nein? So. Konnte ich mich nicht bewegen. Bei mir geht's. Ja, jetzt geht's. Okay, dann muss es auf anstehen. Alles klar. Ach, ist das verwirrend. Aber gut, ich sag mal so. Wir werden uns bei, ich glaube, noch so einigen Sachen fragen, wie es funktioniert. Ja. Also daher
Lassen wir uns überraschen. Was macht ihr? Wir nehmen gerade die erste Folge auf. Also. So, gut. Wer ist am Grubbern? Meine Wenigkeit. Okay, ich sehe es, ja. Was haben wir noch? Das Feld wird geerntet. Ein Traktor können wir uns nicht leisten, noch einen, ne? Nein. Er hätte auch keine Arbeit. Der hat keine Arbeit, genau. Getreide erstmal einlagern? Ich würde sagen, verkaufen. Weil ich habe hier Weizen. Weizen, okay. Also wenn geerntet ist, alles verkaufen. Keine Ahnung, wie viel da rauskommt. Gut, lass uns ungefähr 2,5 Ladungen. Beim okay. Anhänger. Ja, knapp 2,5. Gut, wir hatten gesagt, wir wollten noch ein bisschen Kleinholz machen, ne? Jo. Bisschen. Bisschen mehr, okay. Das heißt, wir brauchen ein Fichtenmoped. Wo warst du jetzt schon wieder? Da, Kettensägen. So, was haben wir denn? Stiel, Husqvarna. Stiel hört sich gut an. Schon sehr kenne ich McCullough. Oh, komm, Stiel. Denn schon, ne? So. Okay, ich habe sie mal gekauft. Das tut uns... Ach, guck an. Konto statt 114.000. Jetzt hat das genommen. Musste man erst was kaufen oder verkaufen. Alles klar. Gut. Dann wollen wir doch mal loslegen hier. Ja, in der Bedienung hat sich noch nichts geändert. Sehr gut. So, der erste Baum auf der Map. Ach, unser Lars ist weg. Das nervt ihn mit dem Mikro. Wäre möglich. Würde mich aber genauso nerven. Ja, definitiv. Alle können so sprechen, nur er kann es nicht. Das heißt, wir müssen das jetzt in so kleine Stücke nachher schneiden, dass wir sie anheben können, oder? Ja. Bis zu 4 Meter. Oh, das war doch eine erstattliche Länge, würde ich sagen. Dann abhängig von der Dicke des Baumstamms. Also je dicker der Baum, desto kleiner sind die Stücke, die du heben kannst. Okay. Aber ich muss ja mal sagen, die Textur hier, die gefällt mir ziemlich gut. Von den Bäumen. Der Baum will nicht kippen, ich weiß nicht warum. Welcher? Der hier noch steht. Dann zieh. Hast du einen Keil rausgesägt? Nee. Dann säge einen Keil rein, so dass du unten ein Stück hast. Und dann ja. Zieh das mit ja, raus. Genau. Vorsicht. Oh, oh. Der Baum fällt. Total Schaden. Also ist der Chef schon wieder am Randalieren. Nein, diesmal bin ich. Ach, genau. Der Agrarökonom war's. Der darf sowas. Der hat einfach mal einen Baum auf dem Dach gekriegt, nachdem er ihn angeschubst hat. Aber die Texturen generell sehen nicht schlecht aus. Ja, definitiv. So, ich habe hier mal 1, 2, 3, 4 Bäume hingelegt. Aber die reichen uns, glaube ich, nicht, oder? Nee. Das Problem ist, ich kann sie nicht greifen.
Ja, die müssen wir noch klein schneiden. Klein ich schneiden. Hab sie ja schon. Okay. Ja, manchmal nee. Hängt das so ein bisschen. Ach, guck mal da. Da war jetzt gerade, genau, du musst mit dem Punkt, den du vor dir siehst, hingehen, bis er das Symbol anzeigt zum Zeigen. Objekt zu schwer. Ja, das bekomme ich leider nicht. Okay. Objekt zu schwer. Du stehst jetzt hier direkt am Traktor. Hm? Nee. Doch, ich sehe dich, also ich sehe dich hier beim Traktor stehen. So, ich stehe hier, da muss ich die drei Bäume treffen. Okay. So. Ja, warte, ich schneid mal. Guck mal, was passiert. So, ich habe jetzt das erste Stück hier liegen. Und sehe da, oh, ich habe ein schwebendes Baumstück, Baumstamm. Also das funktioniert. Oh. Loslassen darf man es also nicht. Du darfst auch nichts berühren. Bist okay. Du irgendwas mit einer anderen Kollision, dann fällt ein Stück Baum zu Boden. Okay. Und Duschen laufen auch nicht. Haben wir irgendwas, wo wir das reinpacken können? Pickup hinten rein. Pickup. Passen da 4 Meter drauf? Das wahrscheinlich nicht, aber ein Anhänger dann später. Geht das? Ein Anhänger. Kannst du es oben drüber werfen. Der Anhänger darf nur nicht zu hoch sein. Okay, das heißt, wir brauchen einen kleinen Kipper. Was haben wir denn als kleinstes? Eigentlich den Brandner oder den, den wir jetzt haben, ne? Ja. Also der Metalltech, der kostet 9400. Der Brandner liegt bei 9800. Welchen nehmen wir? Willst du gerne Drehschemel fahren? Ach ja, da war ja wieder was. Richtig. Der Brandner also, hat auch ein höheres Ladevolumen. Moment, ich schau mal eben. 8500, 8000, ja gut, 500 Liter mehr. Oder ja, den Farmtech für 19.000, der hat einen geringeren Betriebskosten und 15.000 Volumen. 5 Euro pro Tag, 10 Euro. 15.000, ja. Ist eine aber gute kostet Erklärung. Kostet halt eben 19.000 statt ja. 9.000, aber... Gut, das können wir ja mit dem Holz refinanzieren. Ja, das dauert nur ein bisschen. Gut, weiß jemand dauert schon von euch, wo der Händler ist? Ja. Ja. Standardfarbe ja, oder? Ja. Wir können natürlich auch mieten. Ja, wir kaufen. Dann haben wir da. Möchten Sie das Gerät kaufen? Jawohl, möchten wir. Steht beim Händler. Ja, ich fahr gleich. So, oder wollen wir noch einen kleinen Traktor dazu nehmen irgendwie? Doch den kleinen Hürlimann. Den hätte ich jetzt auch gerade im Blick, ja. Kostet 45.000. Wenn es am Ende noch für einen Ladewagen reicht. 45, dann haben wir noch übrig 50. 49.000 ungefähr. Der Ladewagen war bei 31, ne? Ja. Ja. Meine Mutter guckt morgen früh, ob es im Laden das gibt. Morgen nochmal.
So, ich klicke den mal eben an, auswählen. Standard, okay. Ja gut, dann kaufe ich den noch mit dazu. Dann hätten wir auf jeden Fall noch ein Fahrzeug mehr. Okay, dann konzentrieren wir uns einmal ein bisschen auf das Holz. Oh. Da hat schon jemand den Pick abgeholt. Wie kriegen wir das nachher wieder da raus? Ja. Wir können die Seite wählen. Beim Abkippen. Ja, gut, ich mach mal ein bisschen klein. Ah. So, so geht das. Uah. Okay. Müssen wir kleine machen. Kann das sein, dass er manchmal ein bisschen hängt? Der Server? Weil ich kann jetzt gerade nicht vorwärts laufen. User disconnected from your channel. Nö, ich kann ganz normal laufen. Okay. Jetzt. Also manchmal hat er das komischerweise das Problem. Uah. Aha, verstehe. Dass er bei mir kurz hängen bleibt, komischerweise. So. Aber ich sehe gerade, wir sind gerade am Ende unserer Folge angekommen. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da oder schreibt einen Kommentar unter das Video. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Lohnunternehmen Austria Agrar.